Ja, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Company für das Podcast. Heute mit einem kleinen Special und zwar aus meinem, ihr seht's, Esszimmer hier. Mit Webcam aufgebaut und ja, bin heute mal allein unterwegs und es wird schon laufen, denke ich mal. Und I do my best und ja, Was soll das heißen, allein unterwegs, ey Spinner? Moin, moin. Na, natürlich bin ich nicht allein, nein, natürlich ist der Dagger da, servus. Heyo. Wir haben uns heute mal hier, oder seit gestern sind wir schon hier bei mir, am Zocken und am Aufnehmen eigentlich. Aber Eigentlich, ja. ja, Trifft sehr gut. genau, die Technik hat ja uns einen kleinen Streich gespielt, und zwar ging das ganze Ding nicht. Also wir haben 3 Stunden Videomaterial aufgenommen und nachher war alles von Arsch. Ja, hoffen wir mal, dass es jetzt besser läuft. Ju, Genau. was haben wir euch mitgebracht? Ein Replay von Angoville. Und zwar spielt da Der hier. Lackbier oder sowas als schwedischer Jawohl, Wehrmacht, ne? Wie man es ja, ausspricht. unaussprechlich gegen Preswylfa als Armee im Norden. Soll wohl sehr spannend sein, wir werden es gleich feststellen. Leider Kaffee, kein Bier. Bier haben wir gestern Abend getrunken. Beim Zur Genüge. Zocken. Genau, ja, beim Zocken. Deswegen, da es schon Freitag früh ist, Kaffee. Und aber würde ich trotzdem sagen, zum Wohle, oder? Ja, Score. Hätte noch ein Plöppgeräusch machen müssen. Und dann geht's los. So, also ich würde sagen, ich bin bei 5 Sekunden. Ne? Yep. 3, 2, 1, go. Wir haben 6 Sekunden, 7 und 8. Ja, Pioniertrupp bereit. so, was macht der Lackspieler? Oh, ein Russe, sehr schön. Und ein Pioniere sind Pole. einsatzbereit. Ja, fast das gleiche. Könnte gut Oschblock. sein. Ein Kyrille. Ein Kyrille. So. Der Wehrmacht, der geht, so wie es aussieht, vielleicht auf Pioniere die hier. linke Seite. Wobei die Profis gehen da links und rechts. Jetzt sind wir ja auch 3 Pio statt. So, Nettigkeiten werden ausgetauscht. Die Baracken vom Ami stehen relativ offensiv, also so wie man das auch sehen möchte. Erst Rifle wird Jawohl, gebaut. wird gemacht. Da habe ich alles gesehen. Lustigerweise sehen wir hier einen Ein-Pio statt. Okay. Da habe ich alles gesehen. Da hat Medicus ein Game gecastet und da haben, es waren 2 und 2. Und da haben die Gegner halt so, ja, hi, good luck und so geschrieben, halt kurz nacheinander, gell. Man da so, ja, das ist ein Zeichen für gute Spieler. Und so, wenn die so schnell tippen. Da habe ich auch gedacht, die schreiben nur hi, das sind 2 Buchstaben, die kann auch ich schnell eintippen, gell. Also, hätte die dann Aufsatz geschrieben nebenher beim Zocken. Ich sagte, okay, aber so, ne? Ja, also auch diese Konklusion von wegen, die tippen schnell und die spielen gut. Ja, weil man halt beim Zocken, ja, am Anfang vor allem noch schnell schreiben kann, ne? Weil passiert ja eh nichts. So, jetzt hier ein Draht von Luckby, müssen wir eigentlich eine Tanktrap hinziehen, weil den Draht kann man durchschneiden und dann kann er hier ins Haus reinhuschen und dann ist man voll gearscht. Aber angesichts dessen, dass hier Presswürfer nur einen engineert, weiß nicht, was das Konzept der ganzen Sache ist. Also ich meine, klar, er bringt dann irgendwann mal den dritten Rifle ein Stück früher raus als sonst, aber sonst. Ja. Jetzt sehen wir hier den Schwimmwagen. Der Schwimmwagen ist ja das geilste Fahrzeug, wo es gibt, finde ich. Ist wahrscheinlich teuer, baut relativ langsam, aber kann A rückwärts fahren, hat mehr Lebenspunkte wie alle anderen wie Jeep, Bike und so weiter. Ne? Besser vielleicht brennen. Ja gut, aber Brenner ist nochmal ein Stück teurer. Das ist richtig. Und außerdem kann man Brenner schon in die Infanterieeinheit reinsetzen, dann muss man das erst schon mit dem Half-Track vergleichen. Ist so unglaublich, wie Presswürfer hier unten die ganze Zeit auf die Pioniere im Haus geschossen hat und der Schwimmwagen hat so gut wie keinen Schaden bekommen, obwohl er direkt daneben stand. Dann geht er jetzt auch in das andere Haus, warum auch immer, also er wartet da auf seinen zweiten Rifle. Oh, der Schwimmwagen Ja. pusht hier schön weg. Ja. Jetzt müsste er sich ins Haus sichern. Jawohl, Also machen. schön ist es nicht, Ah. aber da war der Ami schneller drin. Oh, aber ist der Schwimmwagen, könnte es down gehen hier? Ja. Oh. Ah, der ist weg. Boah. Und, ah! Bam. Nicht mal Modulschaden, aber weg. Sieht man auch relativ Ja. selten. Und ist das MG hier? Oh Ah, Gott, da was soll passt. das denn da? Ja, aber passt da nicht Hat drauf. er wahrscheinlich nur den Sammelpunkt da gesetzt. Ja, so viel zum Thema gute Spiele und schnell schreiben. Joa. Ja, lustig, dass der Wehrmachtler jetzt, also ich kann den Namen nie aussprechen, deswegen der Wehrmachtler, beide Fuels hält im Moment. So, jetzt gerade nicht mehr, weil Gekappt. unterbrochen, Ja, aber. gecuttet. Ja, und sehr schön, dass der Wehrmachtler auf beiden Seiten kappt und der Ami
nur auf einer Seite und nicht, weil die jetzt connected hat, also im Prinzip da keine Ressourcen rausbekommt. So, jetzt nochmal ein zweites MG42 oder ein HMG, so auch, wenn man es auch nennen kann, für ein gutes Schild rein, ein schweres Maschinengewehr. Hier kommt inzwischen der vierte Rifle. Ja, natürlich mit zwei Maschinengewehre, ohne Schwimmwagen, ohne Bike, natürlich nochmal ein bisschen nervig. Man sieht aber auch in meinen Augen ganz deutlich, was es ausmacht, da den Pionier, also den Engineer nicht zu bauen, weil man sieht halt eindeutig an der Map Control. Es sind noch so viele weiße Sektoren, die eigentlich hätten dem Ami gehören sollen. Weiß hat er ja vier Rifles inzwischen, ne? Mhm. Und so, jetzt hockt sich der Deutsche auf die linke Seite, weil er rechts verloren hat und mit den MGs nicht pushen kann. Und da oben hat er das MG zu nah aufgebaut, da hat er keine Sicht gehabt und der Rifle läuft dran vorbei. Ja. Natürlich ganz, ganz bitter, das kann er sich wieder zurückziehen und die Stellung ist weg, normal. Ja, versucht da lustigerweise erstmal soft zu retreaten, aber... Er hat da unten noch ein zweites MG aufgebaut, das wird jetzt auch pinnen und müsste sich jetzt noch drehen. Ja. Direkt, weil er weiß ja, dass da von oben mindestens ein Rifle noch kommen kann. Also das Spiel von Wehrmacht, da gefällt mir gerade im Early Game, das ist ganz, ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht, also da... Ich mir dachte, ein bisschen mehr erhofft eigentlich. Aber da hat er ja gar nichts entgegenzusetzen. Der wird da komplett nur für zwei Rifles ausgehebelt. Es flirrt da echt alles, also das ist halt schon hart. Ja. So. Den Spiel hätte er wenigstens behalten sollen. Jetzt kommt ein Sniper. Ja. Gerade wenn sich Ami mal ins Haus reinsetzt oder so, ist Sniper relativ geil. Hat er überhaupt einen Volks gebracht? Nee, ne? Der hat irgendwie drei Pios oder so. Ja, genau. Und halt den Schwimmwagen, ne? So. Das ist richtig. Oh, der Sniper. Oh Gott. Was macht der denn da? Jetzt fand ich doch, Junge. Fand ich und dann Haken laufen. Vor allem nicht hinter den Zaun laufen. Aber Space MG. Oben das MG fast down. War da im Haus. Der Sniper schießt noch daneben und ein Mann schon weggeschossen, aber halt schon auch schon Health verloren. Ja. Oh, wenn er da mit dem Sniper reingeht, könnte. Da sieht man mal Junge, was machst du da? Oh Gott. Ja, klar kann man mit dem Sniper erstmal ungetarnt umrennen, aber doch nicht 20 Meter vom Rifle entfernt. Jetzt kommt noch der Rifle. Oh, jetzt verliert er den Granate, Sniper. Granate? Bam! Oh. Auf den Sniper. Die hat sich jeden Fall mal gelohnt. Jetzt holt er sich das MG noch. Und er schießt nicht, das MG schießt nicht, aber pinnt noch den Rifle, er muss aufpassen, die Sidegun kann das nicht noch wegholen. Ja, gab's noch einen Pionierfuck. Ah, der Rifle könnte down gehen. Oh Gott, ey, Wille. Ja, das war wirklich ein Fail-Start. Oben steht die ganze Zeit der Pionier rum, der hätte inzwischen mal Drahten, Minen legen, sonst was können. Also Drahten ja nicht so sehr. Und Preswürfer flattet hier ordentlich, er hat inzwischen 470 Manpower, baut noch seinen verlorenen Rifle nach währenddessen. Ja, der Deutsche hat den Sniper nachgebaut, den braucht er auch, und also schwere Flüssigkeiten. Also ich denke, er braucht halt vor allen Dingen mal Hauptkampfeinheiten, also Volks in dem Fall. Ja, oder halt mal ein bisschen besseres MG-Micro, dass sie nicht die MG von einem Rifle... Ja, jetzt stellt er sich direkt neben den Fuelpunkt, das heißt, er wird da auch gesehen. Sieht man hier ganz schön, ich zeig's gerade mal. Ja. Also jetzt sieht man ganz genau, wo das MG steht, also 3 Meter weiter nach links und man wird's nicht mehr sehen. Aber, ne? Aber Hauptsache, sie können schnell schreiben, die Jungs. Ist das so, oder? Die medikussische Theorie ist das dann praktisch. Ja. So. Das ist keine Theorie, das ist Fakt. Achso. Oder da müsste ich ja auch Pro-Gamer sein. Weil ich kann, wenn ich viel auf, ein bisschen schneller schreiben. Ja, ich kann auch mit mehr als 2 Fingern schreiben. Ich mache immer so das Adlersystem immer. Such dann immer. Nachschublager ist hochgegangen. Ja. So, beim Deutschen haben wir jetzt den T2-Tech schon. Interessant, dass Chris Wilfer hier Nachschublager bringt und dann direkt das Waffenforschungszentrum danach. Was soll dieser Backtag und warum in dem Fall? Also ich meine, achso, und er bringt noch das T3. Ja, Fail vom Ami in meinen Augen. Er hätte da Farce bringen können, um seine Stellung noch zu verstärken und seine gute Position. Oder halt in einem 8. Ah, MG-Fuck. Ja, schön gemacht. Mit zwei Rifles hat er das MG vertrieben. Wer macht da ein schlechtes Game?
Da man jetzt auch gerade oben an der an dem Durchgang zwischen den Hecken, da liegt die Mine so bescheuert, dass man da mitunter gut durch kann. Ja. So, das T3 steht vom Ami. T2 auch. Ich bin mal gespannt, was er macht, ob er jetzt auf einen Sniper wartet oder ob er doch einen 8 bringt. Der Deutsche bringt einen zweiten Sniper, weil ist deswegen der Backtech gut aufs T2. Wow. Er muss halt auch was bauen, der hat keine Ressourcen mehr, warum baut er dann nichts? Ja, aber also ich meine, Chris Wiffer kann jetzt halt, könnte eigentlich schon längst eine Macht gebracht haben. Und er könnte hier einfach das Feld überrollen. Ich meine, er hat ja nicht mal Volks dagegen, die da fausten könnten oder so. Ja. Das Einzige, was ihn da ein bisschen schaden könnte, wären halt Minen. Ja. Das ist schon... Ich hätte mir vielleicht auch ein OP gewünscht. Genau, Maut macht das auch, Fuel OP und dann ein T4. Jetzt zweiter Sniper ist ready. Ja gut, er hat halt nur noch ein MG und drei Pius und zwei Sniper, also nicht wirklich viel Kampfkraft und auch halt keine Capping Power, also in meinen Augen nach, weil halt einfach die Pius waren sofort vertrieben. Ja. Chris Wilfer hat jetzt interessanterweise die Tankdog gewählt. Halte ich für keine gute Idee in diesem Spielstadium, eigentlich sollte man die Dog wählen, wenn man sie braucht. Oder wenn man dann halt auch schon mal einen Panzer auf dem Feld hat und dann halt sagt, okay, den will ich nicht verlieren. Ich will weiter Panzer bauen, dann ist das okay. Ja, ich sag mal so, Infdog nehme ich ja eigentlich nur im Early Game vielleicht, um noch die Pack auszuschalten für den M8 und oder sowas. T2 abzureißen. Ja. Oder sowas, genau. Airborne nimmst du nur, wenn du keinen T3 Überbrückungsdoktrin brauchst und du auf T1, T4 da jetzt ein Sniper, der vielleicht getroffen wird. Oh, da hätte er mitlaufen müssen. Das war natürlich ziemlich fail. Mit 1 übrigens jetzt schon für die Support-Einheiten. Er hat ja nur noch Support-Einheiten auf dem Feld. 6 Stück, ne? M8 ist jetzt draußen, kriegt doch gleich die Schützen. Gut. Und wir sehen Blitzdoktrin und Stoßtruppen. Mhm, okay, das ist natürlich auch ein bisschen Anti-Tank. Also Tigerbaum und er könnte auch schon die ersten rufen, genau, holt er auch schon. Könnte auch gleich Schreck ausgeben, macht er auch, genau. Da hat er schon den Braten gerochen oder gehört. Man hört ihn ja in der 8 ein bisschen, ne? Ja. Oder Fahrzeuge generell hört man ja, wenn die rumfahren. Aber nur Stormtroopers sind halt scheiße teuer, brauchen lang zum Reinforcen, können gut sein, können aber auch voll in die Hose gehen. Ja. Ich sollte da Presswürfer, selbst wenn er dann die Schreck sieht, sollte noch Zeit haben, da rauszukommen. Ja. Eine Schreck ist halt noch nicht genug Antitank. Ja. Außer gegen den Jeep vielleicht. Ja. Jetzt hat er da nochmal ein Pionier verheizt gegen den M8. Da unten wird auch noch den Pionier verlieren, wenn er da weiter capt. Ich meine, das Einzige, was er genug hat, sind ja Pioniere. Ja. So, jetzt kommt noch ein Jeep vom US-Amerikaner und leider kein Sniper. Schade. Ja, ich weiß auch nicht, was das hier von Chris Wilfer soll, warum er da ins Haus geht. Das hat irgendwie... Also ich meine, er hätte sich halt den Pionier da noch voll abholen können, wenn er einfach daneben gestanden hätte. Und so können jetzt die Sniper da auch ordentlich draufschießen. Ah, da geht der Jeep vor. Aber da kommen die Storms. Jetzt kommen die Storms mit Schreck. Müssen aber nicht unbedingt treffen, aber. Ja. Und der Jeep kommt raus, also Glück hier für den Ami, dass er da noch rauskommt, weil das war schon eine enge Geschichte. Ja. Das hat genauso wie halt eine Faust nicht ausreicht. Ja, jetzt, die Storms. Ah, nein, jetzt tante sie, aber wahrscheinlich könnte Presswiffer die dann noch gesehen haben. Ja. Fährt jetzt auch hin. Okay. Halte ich für keine so gute Idee. Ich meine, da könnte man doch locker seine Rifles dagegen stellen, anstatt den M8. Und wozu hat er 4 Rifle-Truppen? Boah, jetzt mal mit der Heckpanzerung wegfahren. Oh Gott. In your ass, bitch. So, und kein Sniper. Ich hätte ja schon längst einen Sniper gebracht noch, statt den Jeep. Vor allem, er hat die Stormtrooper gesehen. Dann noch einen Jeep zu bringen. Ne, ist halt auch ein bisschen schade, weil das ist halt auch... Dann hat er 191 Fuel. Das ist halt, jetzt bringt er Bar, okay. Nach Armor-Doktrin gewählt. Hatte ich jetzt auch nicht für so eine pralle Idee. Ja. Dann sollte man halt lieber noch ein, zwei M8 bringen oder halt hochtacken und Sherman und das Ding dicht machen. Ja. Ich meine, der Wehrmacht hatte jetzt die letzten 10 Minuten praktisch keine Gebiete, das heißt auch keine Ressourcen. Weder Munition wirklich, kann noch eine Faust Schreck ausgeben, aber das war's dann auch schon. Ja, und man sieht, die Sniper wirken da langsam.
Na, da kommt ein neuer Typ, beziehungsweise der reparierte. Fährt jetzt wieder in die Schreck und in die Mine davor wahrscheinlich noch. Also jetzt hat er den Bartek gesehen. Ah, da hindern natürlich die Hecken den Deutschen ganz schön, weswegen man ja auch als Wehrmachtler von Süden da ungern hingeht. Oh, das MG kann da durch die Hecke schießen, das ist natürlich ein bisschen Pech hier. Na, da durch diesen Spalte. So, W2, okay, für Infanterie. Für den einen Stoßtrupp? Naja, er hat eigentlich nichts, ne? Er hat nur einen Trupp, für den hat er schon W2 ausgegeben. Ich hätte vielleicht noch einen zweiten geholt, bevor ich mal W2 ausgegeben hätte. Aber nein, warum? Was wollen Sie denn? Das läuft. Es kämpft doch mit den teuersten Einheiten, wo er auf dem Feld hat, gell? Ja. Ja, die ist. Da die Fahrzeuge damit anzugehen, obwohl er halt mit dem einen weg. Ja, okay, also Presswürfer bewegt ja seine Fahrzeuge nicht. Er weiß auch, dass es ein Storm ist. Er hat einen Tarnen gesehen neben dem Punkt und bewegt sich keinen Meter, ey. Das ist schon ein bisschen, naja. Grob fahrlässig. So könnte man es ausdrücken. Und er hat es wieder ganz knapp mit einem Millimeter an Leben überlebt, ne? Und sieht man mal, wie schön der Rennen gegen den M8 hier funktioniert. Ja. Jetzt kommt aber die Mine. Hört er wieder mal vorbei? Diesmal trifft er sehr. Bam! Oh, Motor zerstört, ey. What the jetzt werden zweite Rennen nicht schlecht. Weil Munition hätte er inzwischen auch für die Faust. Ja. Aber so kommt der M8 wieder raus und wird gleich wieder repariert. Und ja, noch keine Einheit aus dem WSC, ne? Ja. Genau, keine. Verstehe ich halt auch nicht. War wahrscheinlich irgendwie Fehlbau. Oder er ist Britenspieler und ist seine SimCity gewöhnt. Ja. Wie es aussieht, Sparta ist auf einen neuen Rennen. Es will auf den Cut-Off gehen. Das ist natürlich übelst auf die Fresse gegen die Bar Rivals. Ja. Und der Ami müsste echt nur ein T4 jetzt noch bauen. Und schau mal. Hat da 270 Fuel. Das ist brutal, gell. Ja. Man bräuchte aber auch mal dringend ein Supply-Upgrade, hat nur noch 250er Manpower Income. Das merkt man noch deutlich. Das T4 geht jetzt hoch. So, jetzt fährt er im 8 rein, gegen das MG und die zwei Sniper. Und da ist halt gar nichts, was ihn aufhalten kann. Keine Mine, nichts mehr, gell. Er kann halt hier das rocken, wie er will. Da kommen die Stoßtruppen noch unaufgefrischt nach vorne. Drei Mann. Aber er bewegt sich halt kein Stück. Also ich meine, wenn der am 8 nur rumfährt, wird er schon so schlecht getroffen. Da sieht man es jetzt. Sehr schön, ja. Jetzt hier Rifles an der Hecke, da wird gleich eine Granate drüber fliegen, genau. Aber da geht er schon rechtzeitig aus dem Haus. Zwei Granaten sogar. Hat er sogar vor das Haus geworfen. Naja, gut, die Munition hatte. Was baut er da jetzt auf? Oh mein Gott, was baut er da jetzt auf? Das ist ja schon grob fahrlässig hier. Ja, jetzt kann er sich das MG aufnehmen, genau. Wenn man schon keins aus seinem BSC baut, dann jetzt hat er. Naja, ein geklautes MG ist ja mal besser als ein. Jetzt hat er die Manpower gehabt für einen zweiten Stoßtrupp und gibt aber dem ersten Stoßtrupp die zweite Schreck aus, gell? Jawohl. Der Feind nimmt unser Territorium ein. Hat jetzt auch mal ein Volks gebracht. Und hat halt keinen Popcap mehr frei, denn er hat es echt kein Popcap mehr frei. Der Deutsche, wenn ich es dann noch abschneide, dann war es das jetzt wirklich. Und da kommt der Base Rush. Guckt da mal, was es ist. Es kommt W2 für Support-Einheiten, also. Gut, er kann ja nichts bauen mit seiner Manpower, aber. Er hat ja keine Punkte zum Outposten oder so. Ah, der macht, muss sich bewegen, nicht nur drehen, sonst wird er gut getroffen. Oh, ein Treffer. Ja, ich weiß nicht, was er da drin will, aber man sieht er, dass da kein T2 ist. Vielleicht wollte er einfach nur eine Mine davor legen oder so. Hätte er jetzt auch vor HQ machen können oder so. Er fährt jetzt in die Pioniere rein, kann er natürlich im Moment ordentlich abräumen, weil die Stoßis halt einfach nicht hinterherkommen. So wie zum Thema Stoßis als AT gegen den M8. Ja, zumindest ein Trupp ist halt. Ja, der hat noch einen zweiten Trupp jetzt. Ne, ist ein Volksgrenadier. Ja. Na, der hat einen Volks gebracht. Hab ich ja gerade gesagt, dass er den gerade gebaut hat. Achso. Du! Ich würde gar nicht zu. Ja, ich merke schon. So, Sherman kommt raus. Endlich mal. Könnte sich auch fast wieder einen zweiten leisten. Aber den Manpower Drain merkt man ihm halt auch an. Die Sniper kriegt er halt nicht gecountert. Trotz seines M8. Zumindest wenn er nur mit einem Rifle reinrennt immer. Jetzt muss der M8 aber auch mal zurückfahren, also wirklich, wenn er schon zwei Schreck. Oh Gott. Das darf nicht wahr. So kann man natürlich auch,
Jetzt hört er mit dem Schirm mit zu. Ja, macht er ja, mit der Heckpanzerung, oder? Bam. Ja, natürlich. Bam. Und jetzt Calliope freigeschaltet. Und er hat noch eine Einheit hier verloren. Ne, das war der Deutsche. Boah. Drei Mann rausgenommen von dem Stoßtrupp. Ja. Im Sherman, dafür ist der Sherman jetzt doch eine Minute locker ausgeschaltet. So ja, repariert aber, ist. Aber das tut trotzdem weh. Gerade die Stoßtruppe, das hat er hier gecuttet. Ne? Tatsächlich ja. Gecuttet. Mit dem, was der Deutsche auf dem Feld hat, hat er ihn gecuttet, gell? Also, na, das sind halt vor allen Dingen die beiden Sniper, ne? Mit ja. 6 und 12 Kills immerhin. Und Set 2. So. Ja, der. Das MG42 steht da am eigenen Fuel auf der rechten Seite rum und macht gar nichts. Das könnte er auch gut und gerne mit vornehmen. Das wäre erstmal halt ein Sniper-Magnet, um seine Rifles da zu schützen. So, kann man, wer macht natürlich auch wieder zurück ins Spiel kommen lassen? Wormhau, bitte. Ja. Und natürlich nervig. Also kann er den OP da voll locker abreißen oder halt mal den Rifles reinhalten, die ja schön zusammen blocken. Ich finde auch sehr schön, wie auf der in der Mitte der Sherman von einem Pionier repariert wird und der zweite einfach nur daneben steht. Boah, da hinten sitzt es. Oh boah. Gott. Was direkt mal Kaffee, vier Mann erwischt. Ich wünschte, meine Sturmhaubitze würde mal so treffen. Ja, selbst wenn sie trifft, macht sie ja nicht unbedingt ja. So viel Damage, ne? Das ist ja nochmal das andere. Sie muss ja treffen und noch Damage machen und das ist halt immer so ein. Kann man den VP abreißen? OP. Aber mal gucken, die Victory Points, ne? 104 zu 494, da hat er gar nichts abgegeben. Ja. Ja, jetzt wird einem 18 gebaut gegen die Sturmhaubitze oder was? Was willst du mit einem 18, Junge? Bauen wir einen Sherman. Der macht doch null Schaden an Panzern. Haftladungen wurden noch getaggt. Ja. Ja. Da stehen da zwei Rifles rum, ne? Da räumen die Sniper da auf. Zack, ein Mann raus, zwei Mann raus. Das wird richtig toll, da kann ich gucken. 22 Manpower kostet einer, glaube ich, ne? 27, 22 kostet einen Volks meines Erachtens. Oder so, ja. Da kann ich jetzt. Oh, jetzt kommt der M18 rein. Vor allem retreatet er den einen Trupp und den anderen lässt er noch snipen, oder was macht er denn da? Oh Gott. Ja, es blockt hier sehr schön mit dem Stu. Den Hellcat und die Storms können da. Ne? Ja. Boah, die Faust noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber jetzt hier die Sticky vielleicht noch, aber. Der will auch noch werfen, dann fährt er jetzt schön weg. Killt den Flamer. Ja. Oh, ja, 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 ja. So, jetzt. Sherman gegen Sturmer, bitte. Aber halt die Stoßtruppen dahinter. Mit Wett 2 inzwischen. Die treffen halt auch. Gut gegen Shermans. Mit zwei Schrecks, ne? Ja, es wird einfach totales Makro-Fail vom Ami. Muss man ganz ehrlich sagen. Also es hätte eigentlich nicht sein dürfen, dass er da den Wehrmachtler so zurück ins Spiel kommen lässt. Ja. Einfach unmöglich. Man sieht mal, wie gut es gerade läuft, wenn wir machen. Er hat schon noch 500 Manpower auf dem Konto. War kein Sprit und keine Munition, aber das wird so langsam wieder. Und ja, der Ami hat eigentlich so gut wie gar nichts mehr gerade. Er hat noch seine drei Rifles und den G und den Sherman, baut noch einen neuen Sherman. Aber es hat irgendwie alles kaputt, also, muss instand gesetzt werden. Müssen Sie mal angucken, ne? Der Sherman ist fast tot und steht da vorne rum und er weiß, dass ein Stoßtrupp mit zwei Schrecks unterwegs sind. Wäre jetzt ein bisschen besser gewesen, hätte ich die Repair Crew da stehen lassen und wäre mit des Schrecks nach hinten gelaufen und hätte den Heckpanzer geschossen, dann wäre er weg gewesen. Auf der rechten Seite sehen wir jetzt bei zwei Pioniere gegen Jeep. Wenn er da ranlaufen würde mit seinen Pionieren, könnte es sogar sein, dass sie das Ding rausholen. Ja. Jetzt bewegt sich nach 15 Minuten rumstehen das MG auch mal nach vorn. Aber es baut sich gegen die Hacker auf, so wie es aussieht. Episch. So, zweiter Sherman ist da. Melde Geländeverluste. Ja Junge, jetzt reparier doch mal deinen Sherman, ey. Kann einfach nicht sein. Hat er eigentlich schon die Light War Machine gehabt? Naja, hat sie freigeschalten, ja. Aber nicht benutzt. Nein, natürlich nicht. Also ich meine, den M18 den bringt halt nichts, ja, kann man auch sterben lassen. Ja, stimmt auch wieder. Ja, ist auch krass, wie er alle Rifle-Upgrades hat, aber kein einziges Wett für die. Ja. Also ist schon bezeichnend für den Spielstil. Also ich meine, klar, die Sniper. Dagegen hat er halt mit seinem schlechten Micro einfach nicht so wirklich eine Antwort. Aber ich meine, er hat ja das WSC gebaut, warum bringt er nicht eigene Sniper? Also? Ja, das ist halt echt nur ein. Also, einen Sniper kann man noch verkraften, aber zwei
da muss halt schon der Counter-Snipe her. Jetzt wird er das MG noch. Wird sehr gemacht, ja. Bam. Da fliegen die Leichenteile durch die Gegend. Jetzt hat er ein neues MG gebaut, hätte das alte einfach wieder besetzen können. Jetzt wartet er echt mit seinem Sherman, den er gebaut hat, vor 3 Minuten so lange, bis der andere Sherman repariert ist. Oh mein Gott. Ja, weil keine Panzer-Alleinangriffe. Der schickt man lieber. Genau. Da kann man es halt machen. Aber er hat erst den einen gebaut und dann den anderen irgendwann repariert. Das ist halt irgendwie Grütze. Wenn ich das mal so ausdrücken darf. Oh, nächster Stoßtrupp ist da. Der kriegt dann direkt Schreck dann. Mhm. Und der Deutsche kommt jetzt wieder übelst, hat übelst Ressourcen drin, ne? Also. Ja, so wie der Ami spielt, lohnt sich halt. Boah, jetzt hat er eigentlich die Sniper gesehen, waren direkt neben den Panzern und er reagiert einfach nicht. Reagiert kein Stück. Die sind jetzt aufgetarnt und er schießt auf dieses Kack-MG, was keinen interessiert, ey. Oh. Und der Jeep eiert nur in der Gegend rum, ey. Eieieiei. Ja, ihr könnt jetzt auch den Jeep einfach ranfahren. Was sollen die Stromer bitte machen? Die Projektile fliegen so langsam. So. Ich frage mich auch, was er damit deinen Shermans macht, warum er die Stromer bitte nicht jagt. Also ich meine. Oh, jetzt, wenn er jetzt die. Ne, fährt natürlich nicht die Straße lang. Jetzt hätten wir vielleicht mal ein paar Sniper Crushers gesehen. Und der Albi ist halt jetzt über Siegmarken fertig machen, gibt es nur noch die Siegmarken. Ja. Ganz links steht ein Rifle an der Mauer, macht gar nichts, während der Pionier da. Komm, wer macht ein unbehrlicht Cat? Mann. So, jetzt will ich aber auch ein bisschen was sehen hier. So. Jetzt die Sniper aufgetarnt. Die Shermans dürften sie jetzt sehen. Genau, schießen jetzt auch einer weg. Endlich mal. Ja, dass es dazu zwei Shermans gebraucht hat, ist schon irgendwie armselig. Und die auch nur durch Zufall da langgefahren sind. Bei mir hängt jetzt der eine Sniper in den Ketten vom Sherman, wird durch die Gegend gezogen. Ja, bei mir auch. Ah, jetzt geht's wieder. Oh, da gleich einen neuen Sniper nach. Boah. Der Jeep. Der Jeep. Oh Gott. Was ist denn das für ein Micro, ey? Das ist... Jetzt kommt der Hellcat rein. Ach, unbegreiflich. Ja, ich frage mich immer noch, wogegen er den Hellcat gebracht hat, weil, also ich meine. Oh Gott. Oh mein Gott. Also er müsste sich nur auf die Stoßis konzentrieren. Die Schummer bitte kann ihm doch mit seinem Panzer fast egal sein. Also, fast kann ihm absolut egal sein. Naja, jetzt machen wir die Light War Machine mal an, jetzt nachdem der erste Sherman schon weg ist. Ja. Immerhin hat er jetzt mal den im 18 wiederbekommen. Jetzt müsste er eigentlich Bodenangriff machen. Naja, okay. Das soll's. Er hat nochmal den Sherman wiederbekommen. Ja. Herrlich. So kann man es natürlich auch machen. Wie verliere ich ein gewonnenes Spiel noch? Ja. 65 Siegmarken noch. Vor allem hat es dem Ami so viel Fragstage. Der hat das 3 Frags da gelassen, ne? Wo es wohl für Munition ausschlachten kann. Als Blitzcommander relativ geil. Ne? Dann kannst du zumindest Waffen ausgeben. Ja, mehr. Hat man auch Sniper werfen. Nachgebracht. Mhm. Der Überlebende hat 21 Kills, der andere wahrscheinlich noch mehr gehabt. So, die Stu muss wegfahren. Hätte viel wegfahren müssen. Ja, jetzt kriegt er sie wenigstens. Er hat Repair angeschalten, warum auch immer. Wieso schaltet man Repair an, wenn nix kaputt ist? Ja. Boah. Aber die W2 Stoßtruppen, wenn die treffen, das macht doch richtig ordentlich Schaden, muss ich sagen. Na gut, der Hellcat ist ja eh so ein Panzer, der nicht viel aushält, sagen wir mal so. Das blockt sich das selber. Was macht der denn da? Hallo? Oh Gott. Unfassbar. Oh mein Gott. Die Feiglinge greifen unseren abgelagerten Stützpunkt an. Jetzt rennt er da ins MG rein und will Rifles und. Bam. Vor allem steht links sein Rifle neben dem Fuel und kappt nicht die Siegmarke, gell? Bei 65 Siegmarken vom Wehrmachtler, ne? Sehr einfach. Boah, der Sherman. Wir verlieren einen Sektor. Ich weiß echt nicht, was er da macht. Jetzt hat er das MG wieder besetzt, wo die beiden Sniper dahinter sind. Was soll der Scheiß? Na ganz ehrlich, das Ding kriegst du niemals da raus. Ja, mein Versuch war es vielleicht wert, ich weiß es nicht. Aber er hat zu viel Manpower. Ja, aber ich meine, also dann hätte das halt sofort retreaten müssen, was er ja nicht getan hat. So, und der kommt Gleip hier auf übliche Long Range. Guck das mal an.
Komplett Longrange, der trifft zwar und noch. Und die Hecke nimmt halt die gesamten Raketen weg, die da hätten vielleicht was treffen können. Jetzt hat er einen Stoßtruppentypen damit ausgeschalten. Ne, war doch von Shotgun, oder? Gleip hat null. Ja. Null getroffen. So, jetzt. Also, so grandios, dass das Early vom Wessler war, beziehungsweise es waren ja eigentlich eher die Fehler vom Wehrmachtler, die es zu gut gemacht haben. So scheiße spielt er jetzt einfach. Also, ich meine, das gesamte Makro war halt totale Grütze. Er hat halt das WSC zu spät gebracht, das Supplier zu spät gebracht, das WSC gebracht, was halt absolute Grütze war, weil er nie was daraus gebaut hat. Keine Supplier hat Upgrades, obwohl er die ganze Zeit übelst wenig Manpower Income hat. Ist deinem Panzer. Und der Deutsche hat gleich einen Tiger auf dem Feld in einem halben CP, ne? Ja. Ah, sein Volks ist ausgefallen. Aber er muss langsam nach den Siegmarken gucken, weil er echt nur 50 Punkte, aber es kämpft da wieder links. Boah. I got win streak. Okay. Der win streak von 1, oder wie? Wie die Rifles da einfach neben dem leeren Munitionspunkt stehen und sich snipen lassen, ey. Jetzt einfach nur. Ja, man hat Chris Wilfer ordentlich seine zwei Pioniere am Leben gehalten. Also, ich meine, ist zwischendurch mal einer gestorben. Jetzt mach mal auf, da steht ein Rifle links am Munitionspunkt und capt da, während der Pio die Siegmarke gecapt hat und die den Fuel wieder capt, ne? Can you give me an honor? Was ist denn das für eine Scheiße? Wieso? Also ich meine, wenn man verliert, verliert man so. Oh Gott. I'm on a negative streak. So I don't wanna lose my life. Ja, wirst du aber, wenn du so weiterspielst, ist das echt. Totale Grütze. Also ich meine. Tanktop bringen und nicht einsetzen, noch dazu zu früh. So, den Sack einfach nicht zumachen, wenn man. Also ich meine, er hatte ja 15 Minuten Zeit oder sowas, das Ding fertig zu machen. Ja. Wobei man natürlich auch sagen muss, der Deutsche hat es gleich den Tiger, bringt mit 3 für die Inf und baut und bringt noch eine Stu, eine neue, wenn ich da den Tiger auf dem Feld habe. Ah, Sniper, oh Gott, ich wollte gerade sagen, Sniper rausgenommen. Jetzt mit der Calliope 1 Sniper gekillt. Und aber wieder relativ Long Range. Ein Schreckdrop, war da aufgenommen. Boah. War Glück für Deutschland, dass er da nicht noch mehr Stormtrooper verliert. Ja. Kannst du mal schauen, der retreatende Stormtrooper, wie viel Kills der hat. Der andere, der jetzt noch capped, hat schon 2 Panzer getötet. Ja. Zwar noch keine Inf, aber immerhin. Kann ich mal sehen. Der hat da. Ja. 2 Inf und Jeep und 3 Panzer, das ist halt schon. Ja. Oder halt den M8. Ja. Fällt ja auch als Panzer. Ja, genau, stimmt. Das ist echt unbegreiflich. So, jetzt hat er 5 CP, den Tiger könnte er freischalten und in 200 Manpower hat er ihn auch. Ja. Also da kannst du mal warten, was gleich passiert in 200 Manpower und dann hat er Ambi effektiv mal nichts mehr, um den Aber Abgrad zu machen. Der Wehrmacht hat nur noch 27 Siegmarken. Ja, jetzt wird dort eingenommen und er geht einfach nicht vor, er steht halt auf übelste Long Range mit seinen Rifles. Ja. Was soll das? Also ich meine, er hätte das Spiel schon allein mit Konzentration auf die scheiß Siegmarken, hätte das sowas von gewinnen können. Er sollte jetzt auch rangehen und Stickies werfen, stattdessen bloppt er da um die Siegmarke, um da auch ordentlich von der Sturmabitze eingeschenkt zu bekommen. Meine Güte. Aber Glück, dass die Stude auf den äußersten Mann zielt. Und nicht ihn auf die Siegmarke schießt. Ja? Hat jetzt irgendwie 25 Minuten, nachdem das WSC steht, hat auch mal einen Scharfschützen rausgebaut. Glorious. Ja, so jetzt kommt der Tiger aufs Feld gleich. Pass auf. Da ist er da. Sehr schön. Mit 3. Ja. Er nimmt jetzt erstmal den Fuel ein. Er muss doch nur noch diese Kack-Siegmarke einnehmen. Ich meine, er müsste da nur mal vorrollen. Oh Gott. Was machst du? Also ich meine, es kann doch nicht an ihm vorübergehen, dass er da so gut wie am Gewinnen ist. Durch Siegmarken. Jetzt capt das MG die Siegmarke bei 17 Victory Points, ne? Und er kriegt halt das nicht mehr. Ich kriegt er da nicht mehr. Mann, Stuhl Mann, Mann. Steht plus ein MG, kriegt er die Siegmarke da nicht mehr. Ja. Oben geht es halt der Tiger hin, ne? Dann kriegt er die Siegmarke da auch auf keinen Fall mehr. Er hat halt null Anti-Tank. Jetzt könnte er langsam mal anfangen, M18s zu bauen.
Ja, baut jetzt lieber noch einen Sherman. Ja, der baut sehr geil. Pralle Tiger am Sidepanzer. Komm schon, mach die AWM an. Oh Gott, oh Gott. Oh Mann, du hast so viel Zeit dafür. Ja, aber jetzt die Siegmark wieder gecrappt vom Ami. Ja. Links und dann müsst ihr mit dem MG schon fast cappen. Oder auf die rechte gehen, je nachdem. Aber muss jetzt gehen. Er cappt doch den. Es cappt die Scheiße, du hast noch 13 CP, Mann. Der hat jetzt noch nach oben, die Calliope steht immer noch da, die könnte sich jetzt abholen. Er kommt ein neuer Sherman. Hat er nachgebaut, warum er mit einer Light War Machine wiederholen? Der Tiger hat eigentlich gar keine Gegenwehr jetzt. Jetzt hier Counter-Snap, oh. Backshot. Aber jetzt kippt er die CP rechts, ne? Mit dem Sherman muss er wegpushen. Sherman ohne Abgang gegen Tiger-Heckpanzerung. Wenn er entsprechend fahren würde, er bounce selbst an der Seitenpanzerung. Und dreht ihm nochmal das Heck zu, guck mal. Dreht sie nochmal direkt zu, gell? Ja. Jetzt ein Treffer in die Heckpanzerung und das hat ein 20. Leben abgezogen oder so. Bam! Da machen die Stormtrooper mehr Damage am Tiger wie der Tiger. Ja. Ja, jetzt wird es langsam hier. Also das ist Micromanagement unter Schublade hier. Ja, jetzt sollte er doch mal seine. Also ich meine, er hat Stickies getaggt, jetzt könnte er es auch mal einsetzen. Er hat 670 Munition. Ah, endlich. Motorschaden, sehr schön. Jetzt kann er sich das Ding vielleicht auch mal mit dem 18 abholen. Da kommt einer aus dem T4. Und da kommt der Sherman wieder. Ja. Und jetzt auf die Siegmarke gehen. Scheiß drauf, auf den scheiß Tiger, den kriegst du eh nicht down. Ja. Auf die fuck Siegmarke. Du hast echt. Ja, der Deutschland ist alle drei Siegmarken, gell? Bei 7 CP. Bei 7 Punkten. Ja. Ist halt schon brutal. Vor allem, wie er jetzt mit dem Sherman wieder dem Kack-Tiger hinterherfährt, ey. Ah, jetzt könnte er auch nicht eingeschenkt bekommen, die Heckpanzerung. Oh Gott, der bounced an der Heckpanzerung. Hast du sowas schon mal gesehen? Ey? Nochmal abgeprallt. Mit 18. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er hat viel Repairen, die nicht wirklich was bringt, aber... Na, die AWM ist ja noch auf Cooldown. Guck mal, und die prallt an der Heckpanzerung ab. Ach komm schon, du hast aber das Micro übrig haben. Oh Gott, jetzt beschießt er sich noch selber. Boah. Da macht es sich mehr Schaden mit dem Tiger! Da macht sich mehr Schaden mit dem Tiger, oh Gott! Die AWM war noch im Cooldown, jetzt hat er sie wieder gebrauchen können. Und hat null Panzer-Micro, er hat sie einfach nur stehen lassen. Er hätte jetzt eine halbe Minute Zeit gehabt, dem Kack-Tiger ins Heck zu fahren, ey. Was macht er genau? Nichts. Jetzt kann er nochmal eine Sticky auf das Ding werfen. Und er capt die Scheiße. Beim W3-Tiger kann auch eine Sticky gut abprallen. Guck dir mal das Micro an, das ist unnötig vom Sherman. Er fährt halt gegen den Tiger anstatt... Und die Schützengruppen versuchen hier auf Longest Range die Sticky anzubringen und buggen halt nur rum. Jetzt haben sie es mal geschafft. Direkt retreaten. Was wollen die Typen da jetzt noch? Bewegungsunfähig. Jetzt musst du halt im Kreis laufen und die VP-Cappen. Ja. Die VP-Cappen versuchen jetzt natürlich... Einfach nur den Shit-Cappen. Jetzt müsste nochmal... Ja, kommt ein neuer M18, der könnte das Ding jetzt rausnehmen. Ja, ein Tiger wird repariert mit zwei Pionieren. Stoßtruppen sind da. Der Scharfschütze wird jetzt gleich auf die Stoßtruppen Wett 3 treffen, das heißt, er wird auch nicht lange überleben. Jetzt aufgedeckt. Und eine Rakete ins Gesicht, komm schon. Eine Panzerfaust ins Gesicht. Ah, getarnt wieder. Aber ist der M18 frontal auf Long Range gegen den Tiger? Das der, halt selbst der Calliope könnte jetzt eigentlich vorfahren und diesen Kack-Tiger da ausschalten. Bam, Oh Gott. Alle Schreck drauf, heb die Schreck auf. Jawohl, und jetzt ran da. Und die Calliope vor. Und die Calliope vor. Wo steht die denn überhaupt? Ja, jetzt fährt sie langsam wieder vor. Nee, die schießt! Sie schießt! Oh nein, nicht auf Long Range. Was machst du, Junge? Das ist, glaube ich, maximale Range, was geht. Guckst du ja. Aber hat den Sniper immerhin einmal getroffen. Guck, der trifft gar nichts. Ja. Eine Rakete, die macht keinen Damage. Leider ist der Tiger schon wieder bewegungsfähig. Ey, der hätte nur vorfahren, bis das Ding wäre kap... Wie kann man ein Spiel dreimal aus der Hand geben? Das ist echt. Er hat halt nur 7 oder 10 CP. Er hätte echt nur die scheiß Sigma gekämpft müssen, gell? Und der Deutsche hat eigentlich jetzt gar nichts mehr. Ja, dann spiel halt nicht Tanks, wenn du es nicht kannst. Meine Güte, ey. Gott, es gibt doch hier STGs aus. Ja, vor allem hat ein W2 Schützentrupp mit Schreck. Oh, das Ding wäre so geil gegen alles. Aber nein. War das eine Packnach? Ja. Ja, er baut eine Pack. Er hat 310 Fuel, aber er baut eine Pack. Der Deutsche baut jetzt T4. Das ist unglaublich, wie viele Ami-Panzerwracks hier rumliegen, ey.
Haben wir überhaupt schon was vom Wehrmachtler down gehen sehen? Irgendwie mal eine Sturmhaubitze oder sowas? Nee, ne? Doch. Eine, ja? Von dem 18 da vorne, dann an der... Ach ja, richtig. GP da. Ja, der Tiger, wo ist denn Sniper? Hat er den Sniper gesehen? Tarnt ihn auf und... holt den sich jetzt? Ja. Ah, nein. Aber jetzt holt er... Pew weg, Sniper weg. Sehr schön. Ja, dafür könnte jetzt der Wehrmacht-Sniper auch down gehen gegen die W2, jawohl, jetzt. Jetzt nochmal eine W2-Sticky dran und die Schreck ins Heck. Oh Gott, er knockt sich selber aus. Nein, Junge, was machst du denn? Jetzt zurück. Oh Gott, zurück. Lauf. Nicht die Schreck fallen lassen. Bloß nicht die Schreck fallen lassen. Bewegungsunfähig mal wieder. Oh, haben wir uns noch Stormtrooper zurück. Oh, oh fuck, Gottes Willen. Oh Gott. Junge, was? Ich möchte weinen. Jetzt hat die Pack aber keine Cover mehr, der Ami hat nichts mehr aus den einen Rifle und die Pack und die Calliope. Ja, genau so sieht's aus. I'll let you have to win, oh! Sehr schön. Oh man, was für ein Depp. Sorry, aber ist einfach so. Ja. Amerikanische Einheit ausgeschaltet! Das ist halt schon echt hart. Also die Gleipi, welche muss man anschreiben, die Gleipi kann auch nach vorne fahren, ne? Ja. Er hat Ketten, die kann das. Vorne steht ein Stu wieder mit 8 Kills, ne? Ja, jetzt sollte sich der Wehrmachtler noch die dritte Siegmarke holen, sicher ist sicher. Oder zumindest mal den VP cappen. Ich meine, noch eine... Ja genau, noch eine VP, die der Ami mal kurz capped und das könnte schon gewesen sein. Ja, aber mit was? Der rennt jetzt mit W0-Rifles gegen die SDG-Stoßtruppen an. Da hat er Glück, dass sie sich direkt retreaten, weil sie im MG-Feuer gelegen haben. Weil sonst wäre das ein übelstes Blutbad geworden. Aber er kann unten die VP nicht cappen, steht ein Stu und ein MG. Oben steht der Tiger gleich wieder, inklusive ein RKT. Und, ja, der Deutsche bringt... Ja, ich meine, er hat ja WSC, er hätte ja auch einen Mörser und Nebel bringen können oder irgendwas. Um den Shit einzunehmen. Aber stattdessen capt er jetzt hier lieber einen normalen Kontrollpunkt. RKTs. Ja, vielleicht denkt es sich so, naja, ich habe noch genug Polster, ich kann mir noch die Gebiete schon zurückholen. Mhm. Aber halt ja. W3, Ritterkreuz... Ja, jetzt kommt der Pershing, jetzt kann es nochmal interessant werden. Obwohl bei dem Tank Micro. Ich meine, er hätte halt auch schon längst mal die Abgun bringen müssen. Gegen den Tiger. Vor allem, wenn ich halt Shermans auf dem Feld hab. Ja. So, der Tiger ist jetzt Tiger W3 voll repariert gegen Pershing W0. Mit schlechtem Micro. Wahrscheinlich wieder reinfahren und sich verkeilen und dann sterben. Meine Güte, ey. Wird zwei Rifle mit Schreck verloren, ey. Der Tiger schießt erstmal direkt daneben. Also das Rohr zeigt nach links, aber der Schuss ging nach rechts. Jetzt kommt die Leibe. Genau, wieder auf Ultra Long Range. Ich meine, er hat zwar mal getroffen, aber bringt halt genau null. Da müsste er jetzt rangehen und versuchen, eine Sticky zu... Oh, der Pershing versucht mal ein bisschen zu flanken. Könnte da auch durch die Hecke fahren, aber wahrscheinlich weiß er das nicht. Komm schon. Oh, schöner Schuss. Hat auf den Tiger geschossen und den Pionier zerlegt. Ja, selbst hier in der Pershing an der Seitenpanzerung vom Tiger Bounce, da weißt du, was die Stunde geschlagen hat. Bam. Ja. Die RKTs. Jetzt halt neben dem Rap-Booker vom Deutschen kämpfen, das ist halt, ja. Ne, halt schon hart an der Grenze hier. Schwachsinn. Kommt der Light Machine. Ja, Pershing wird vielleicht noch lang genug leben, dass er gerade so ausläuft, bevor er down geht. Aber ich meine auch, der Wehrmachtler hat da 0 Micro, zeigt mit dem Tiger-Hack die ganze Zeit zum Pershing. Jetzt dreht er sich mal, aber in die falsche Richtung, weil das Rohr halt sich zu langsam zurückdreht. Das heißt, er kann die ganze Zeit jetzt auch nicht schießen. Ja gut, aber er hat ja auch den Angriff gegeben, dass er da zur Seite schießt, bis der Light Machine ausgelaufen ist. Ja. Ja, und sie ist gleich weg. Jetzt schieß auf den Kack Pershing. Jetzt schieß auf den Pershing! Oh Gott! Field Repairs an! Und der Ami Presswürfer bewegt den Pershing halt genau 0 mm. Was jetzt, soll der Scheiß? Wenn er down ist, bewegt er ihn.
Oh mein Gott, und dann noch genau dem Tiger die Heckpanzerung zeigen, der penetriert schon nicht. Nein. Bäh. vom RKT gefaustet. Bitte, bitte. Well played. Ja, nicht von dir, mein Junge, nicht von dir. Das ist Replay vorbei. Ja, also, ich denke, wir haben alles gesagt, oder? Oh, scheiße, mein Kaffee ist leer. Ich glaube, ich brauche schon ein Bier. Wir haben schon 11 Uhr jetzt gleich. Da kann man mal ein Bier. Also, nach dem Spiel brauche ich auch, glaube ich, eins. Das ist, oder ein Schnaps. Irgendwie. Jo. Ja, willst du irgendwas dazu sagen? Oder? Dazu, nee. Vergesst mal das. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ja, ihr habt die zwei Affen mal live in Action gesehen. Ich würde sagen, wir haben noch ein kleines Ding. Wir machen noch was. Genau, ja. Und hoffen, dass die Technik jetzt funktioniert und dass wir das Spiel jetzt so auch wie das andere dreimal casten müssen und dann ist es eh recht nett aufgenommen. Würde ich sagen, verabschieden wir uns und Servus. Tschö, tschö.